Und heuer kommt diese von allen ach so begehrte Frau Holle ins Kabinettstheater. Das wurde 1989 gegründet, ist ein sehr kleines, sehr intimes Theater, aber mit einer ganz, ganz großen Reputation, eigentlich schon weit über Europa hinaus. Da treten Puppen auf, die verschiedensten Puppen, aber nicht nur, auch Menschen. Und sie alle sprechen Texte aus der Feder von zum Beispiel Wolfgang Bauer, Kurt Schwitters, Eins im Glück, Friederike Mayröcker, um nur einige wenige zu nennen. Und es wurden auch schon Opern aufgeführt, zum Beispiel von Olga Neuwirth oder von Werner Kirchner. Für seine jüngste Produktion Sündenfälle, ein Beitrag zur Osterheiterung, wird das Kabinetttheater mit dem Nestroy 2004 für die beste Co-Produktion, beste Off-Produktion beehrt. Notzahl schlägt die Augen auf. Robini? Da schaut's. Ober seinem Haupt. Das muss der Kaiser sein. Der kommt. Ich bitte nun das Kabinetttheater auf die Bühne. Julia Reichert, Christoph Wiedauer, Thomas Reichert. Das Kabinetttheater befindet sich nicht gerade im Keller der großen Wiener Bühnen, aber es bedient doch eine Nische. Und eine solche kann es nur geben, wo große Häuser ihre Schatten werfen und ein interessiertes Publikum auch nach Alternativen sucht. Ich danke diesem Publikum, das seit 15 Jahren die Geschicke auch dieses kleinen Theaters mitbestimmt. Danke. Und die Schnitzel auf Wiener Art. Hey, da kullern die Tränen. Denn, ich bitte Sie, das war ganz Wien auf dem Teller mit Grinzing und Schrammelmusik. Die Tränen.